Und dann ist es jetzt mein großes Vergnügen, als nächsten Sprecher Ihnen Thomas Hirschhorn vorzustellen. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute Abend mit uns bist. Ich glaube, viel muss ich zu deiner Person ja nicht sagen, liebe Gäste. Sie kennen Thomas nicht nur in diesen seltsamen Rankings, die es gibt in Bezug auf Schweizer Künstler der Gegenwart, immer in den ersten ein, zwei oder drei Plätzen zu finden, sondern ich glaube auch international, wenn ich mich recht entsinne, wir haben heute schon ganz kurz über das Verschwinden der Kunstkritik gesprochen, der eigentlich Übervater der noch klassischen Kunstkritik, Jerry Saltz aus New York, hatte ich einige Male als einen der wirklich top oder wichtigsten Künstler der Gegenwart, aber international bezeichnet. Zu Thomas zwei, drei Highlights, Ausstellungen auch, die, du weißt, ich bin seit langen Jahren ein Fan von dir. Wir haben auch schon juristische Schlachten miteinander erfolgreich absolviert, aber ich bin vor allem auch gerne Besucher in deinen Ausstellungen. Du warst zwei oder drei Mal an der Biennale in Venedig, vor allem auch den Schweizer Pavillon mit dieser unglaublichen Stalaktitenlandschaft. Für Zürich, wieder zurückzukommen, 2001 Wirtschaftslandschaft Davos, ein überwältigendes, riesiges Projekt, das seinerzeit, glaube ich, du hast den Kunstpreis bekommen und dort dann das realisiert hast. Das ist allerdings dann später angekauft worden von Aarau und ist im Kunsthaus Aarau, ich glaube 2010, nochmal gezeigt worden. Kunsthaus Aarau, ich glaube Madeleine Schuppli, die vormalige Direktorin, ist auch hier bei uns, hat auch im 2022, glaube ich, eine irrsinnige Installation von dir im Außenraum präsentieren können über Social-Media-Themen mit diesen Kuschelbären, die dann immer über Nacht wieder geklaut wurden. Und das führt mich dann eben zum heutigen Thema mit der Kunst im öffentlichen Raum. Dort ist mein Lieblingsprojekt von dir, sofern ich, was ich gesehen habe, jedenfalls war 2004 das Musée Précaire d'Aubervilliers oder d'Albinet in Aubervilliers. Also da müssen Sie sich vorstellen, in einer dieser schwierigen Pariser Banlieues, Vorstädte, Satellitenstädte, hat Thomas mit den Bewohnern des Ortes und mit Arbeitslosen hat er über einen ganzen Sommer ein Museum betrieben. Die haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus eigenen Beständen die Kasse gemacht, haben die Museumsaufsicht betrieben, gekocht und haben last but not least, und das war natürlich die Sensation auch, haben die Top-Ausstellungsexponate, also die Werke aus den großen Pariser Museen, gekriegt und dort ausgestellt. Also das aus meiner Sicht ein unglaublich sozial auch wichtiges Projekt. Und das führt uns genau dahin, was wir jetzt von dir über diese neue Robert-Walser-Skulptur in Biel hören wollen. Und ich bedanke mich schon im Voraus, auch nicht nur, dass du eben heute Abend zu uns sprichst, sondern generell auch über dein Engagement, Kunst wirklich von der elitären, exklusiven Besucherschar oder Schaft hin auch zu einer breiten Bevölkerung zu führen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, Andreas, danke für deine Einführung. Das war übrigens Katharina Amann, die mich eingeladen hat ins Kunsthaus Aarau, also ihre Nachfolgerin von der Madeleine Schuppli. Ja, tatsächlich habe ich sehr viel gelernt, auch von dir, mit dem Fall in Kunz. Und ich habe gelernt, zum Beispiel, dass der Künstler oder Künstlerin sich wehren kann, dass alles, was sie oder er gemacht hat, zählt und dass jedes Wort wichtig ist, wo man ausspricht vor dem Richter. ist das möglich mit dem Licht? Ah, okay, super. Ja, danke vielmals, dass du mich eingeladen hast, Jasmin. Dass du Vertrauen hast in meine Arbeit oder wie ich die versuche zu präsentieren. Also, heute würde ich über die Robert-Walser-Skulptur reden und muss ich Hochdeutsch reden und über was daran Kunst ist.
Ich zähle darauf, dass das Licht hier ausgeht. Diese Arbeit ist ein Teil dieser schweizerischen Plastikausstellung, die es seit 1954 in Biel gibt. Meine Arbeit davon ist die Nummer 13 dieser Ausstellung. Ganz berühmte Schweizer Künstlerinnen und Künstler haben da mitgemacht, zum Beispiel Eva Eppli, Merit Oppenheim oder natürlich Roman Signer oder Otto Müller. Und es war die Kuratorin Kathleen Bühler, die mich eingeladen hat und die ist jetzt Chefkuratorin im Kunstmuseum Bern. Ich habe sofort zugesagt. In dieser, ich warte immer noch, bis das Licht hier ausgeht, wenn das möglich ist, das vordere. In dieser Lecture, in dieser Vorlesung möchte ich vier Begriffe benutzen, die Widmung, der Standort, die Beteiligung und die Dauer, weil für mich sind das künstlerische Entscheidungen. Und das ist die Kunst daran, diese Begriffe. Der erste Begriff ist der der Widmung. Ich denke, in der Arbeit Robert Walzers Skulptur war es sehr entscheidend, dass der Künstler oder die Künstlerin entscheidet, für wen ist das gemacht? Für Robert Walzer. Ich liebe das Werk und die Arbeit von Robert Walzer. Ich habe erst spät Robert Walzer entdeckt, also nicht etwa in der Schule, sondern in Paris. Und ich habe das erste Buch, war Les Enfants Tanner, und ich habe es sogar auf Französisch erst in Paris. Aber sofort ich fand mich ein Teil dieser Familie Tanner. Zum Beispiel gibt es da die Person des Simon, der ein Künstler ist und der Robert Walzer beschreibt, diese Fragen, die sich Simon als Künstler stellt. Das Schöne ist, wenn man jemandem etwas widmet, den man liebt, dass man das teilen kann mit anderen. Und das haben wir versucht in der Robert Walzer Skulptur. Die Ambition, das Ziel, das ist meine Ambition. Ich habe mir diese Ambition gegeben und diese Mission. Andenken an Robert Walzer erhalten. Das Werk von Robert Walzer neu denken. Begegnungen, ganz einfach, Begegnungen schaffen und Ereignisse erzeugen. Und neue Formen von Skulptur im öffentlichen Raum schaffen. Dankeschön. Ja, eine neue Form von Skulptur im öffentlichen Raum. Ich sage dem prekäre Skulptur. Wir wissen, dass die Logik des Prekären ist das Leben, das Überleben. Und die Logik im Gegensatz des Ephemeren ist der Tod. Mich interessiert, eine Arbeit zu machen, die lebt, die überlebt. Deshalb prekäre Skulptur. Ich zeige Ihnen nun drei Arbeiten, drei Kunstwerke, die nicht prekär sind, die ephemer sind, obwohl sie aus Beton, aus Bronze oder Stahl gemacht sind. Das erste, ein Monument wurde in den Fluss geworfen, weil er ein Sklavenhändler war. Edward Colston. Ein Diktator, auch dieses große Kunstwerk aus Stahl und Beton wurde umgestoßen. Und auch dieses ein Kolonialist, Christoph Colomb, auch aus Marmor und Stein, obwohl eben dieser Anspruch da ist, dass das etwas ist, verhalten, ist umgestoßen worden. Was mich interessiert, ist die Ästhetik der Liebe im Gegensatz. Eben zum Beispiel diese Altäre, die die Menschen machen für jemanden, die lieben, hier eine berühmte Person, oder auch jemanden Anonymes. Mich interessiert diese prekäre Form, mich interessiert dieser Ausdruck der Liebe. Die Robert Walzer Skulptur wollte eine Frage beantworten. Warum ist Robert Walzer so wichtig? Warum liebe ich ihn? Warum ist er so wichtig?
während dieser Zeit der Robert Walser Skulptur wollte ich, dass hier in dieser Skulptur diese Aufgabe, diese Frage, auf diese Frage eine Antwort kommt. Weil ich, wenn ich selber denke, ich sehe ja Skulpturen oder Monumente oder Denkmäler in der Stadt, da ist vielleicht ein Rahmen drauf, eine Jahrzeit, aber ich weiß nicht, warum die da sind. Und ich wollte deshalb, dass bei der Robert-Walser-Skulptur Antwort gegeben wird. Das Schöne ist auch, wenn man jemanden liebt, dass man nicht alleine ist. Es gibt andere Liebhaber, zum Beispiel das Robert-Walser-Zentrum in Bern. Ich habe es geschafft, dass Reto Sorg hier rechts im Bild mit sein Zentrum während diesem Sommer 2019 nach Biel verlegt hat, um, nicht er war immer persönlich, da war immer jemand da vom Robert-Walser-Zentrum, um eben Antwort zu geben, warum ist Robert Walser so wichtig. Wir haben zusammen auch mit Reto Sorg und dem Robert-Walser-Zentrum ein Fachteam gebildet, das heißt 86 Menschen aus der ganzen Welt, die sich wirklich auskennen. Hier ist es Susan Bernofsky, die eine wunderbare Biografie in der Columbia University Press über Robert Walser geschrieben hat. Sie kam und hat einen Vortrag gehalten. Jeden Tag kam jemand anders, eine wirkliche Fachperson, die ihre Liebe, weil auch Susan liebt Robert Walser, mit uns geteilt hat. Eben um diese Frage zu beantworten, warum ist er so wichtig, warum verdient er diese Widmung von uns. Eine andere ganz wichtige Frage ist die des Standorts. Ich denke, das ist das Schöne in der Kunst im öffentlichen Raum, das ist der Unterschied nämlich zu dem im Museum oder in der Galerie oder im Kunsthalle oder wo immer, dass im öffentlichen Raum der Künstler oder die Künstler bestimmt, wo die Kunst sein muss. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist 50% der Arbeit. Wo ist es? Weil es heißt was. Ist diese Arbeit vor dem Gemeindehaus? Ist die Arbeit vor einer Bank, vor einer Versicherungsanstalt, in einem Park oder wo immer sie ist? Ich denke, das ist ganz wichtig und deshalb ist es eine künstlerische Entscheidung und deshalb ist es ganz wichtig, wo die Arbeit ist. Ich habe mich für den Bahnhofplatz in Biel entschieden. Nicht ganz von Anfang an. Ich kam nach Biel, habe diese Stadt kennengelernt und ich habe dann entschieden, dass diese Stadt zu... Am Anfang wollte ich sogar, ganz oben links sehen Sie, das ist eine Anfangskizze, ich wollte sogar dezentralisiert machen. Ich habe dann aber gemerkt, dass die Stadt zu klein ist und dass diese Dezentralisation effektiv und interessant werden kann, dynamisch. Deshalb habe ich mich dann habe ich mich entschieden, es muss eine zentrale Arbeit sein. An einem Ort. Und deshalb, das ist eine der ersten Skizzen, der Bahnhof. Was wichtig ist, auch hier ist, und ich habe es gemacht, dass der Künstler nicht fragt, wo darf ich mein Kunstwerk machen? Weil natürlich die Stadt hat ihre Ideen. So wie der Zirkus zum Beispiel kommt, hat die Stadt die Idee, ja, da ist das Zirkus, quasi der Platz fürs Zirkus oder das Riesenrad oder weiß ich was. Ich denke, es ist wichtig, dass der Künstler oder die Künstlerin bestimmt, wo es ist und natürlich warum. Ich habe eine Liste gemacht, es geht nicht darum, dass Sie das alles lesen. 10 Punkte, warum diese Arbeit auf dem Bahnhofplatz sein muss. Einer der Gründe war, dass Robert Walser selber wunderbar beschrieben hat, der junge, rüstige Reisende langte mit der Bahn in der Stadt an, in der er geboren war. Er kam aus Berlin zurück. Der Ort erschien lieblich wie nie zuvor. Also da schon ist dieser Bahnhof, der in Biel sehr schön in die Stadt, wo man aus dem Bahnhof kommt, in die Stadt reingeht, beschrieben. Das war einer der Gründe. Ein anderer Grund, was ich schön finde in der Schweiz, und auch ein Zeichen dieser Demokratie ist dieser Bahnhof, wie das Land verbinden. Wie kurz es ist, nach Basel, nach Genf, nach Lausanne, nach Bern. Ich dachte, das ist einfach ein guter Ort. Der Bahnhof. Dann natürlich wollte ich unbedingt,
dass alle, die da durchgehen, 30.000 Menschen gehen jeden Tag rein und raus, das heißt 15.000 rein und raus aus diesem Bahnhof. 30.000 Bielerinnen, die Stadt hat 60.000 Einwohner, fast die Hälfte der Bevölkerung. Ich wollte, dass man da, wenn man aus dem Bahnhof kommt, gleich diese Robert-Walzer-Skulptur sieht. Es geht mir nicht darum, dass alle mitmachen, aber ich wollte, dass alle sehen, hier wird was gemacht für diesen Robert Walzer, der eben in Biel geboren wurde. Ein anderer Grund, auch eines der Argumente war, auf diesem Bahnhof gibt es ein Kunstwerk, das 1980 Teil dieser Plastikausstellung war. Es heißt «Verchopet» und es ist von Jean Hutter. Er ist kürzlich gestorben. Ich dachte, es wäre schön, wenn ich diese Arbeit, die eben hier einen permanenten Ort gefunden hat, in meine Arbeit integrieren kann. Hier ein Bild während des Aufbaus, also quasi ein Eckstein. Und so wäre meine Arbeit auch verbunden mit dieser Geschichte dieser Schweizer Plastikausstellung. Ich habe natürlich Jean Hutter besucht und er war auch einverstanden und ist auch zweimal dann gekommen und die Ausstellung besucht. Ich denke, ganz wichtig, dass der Künstler oder die Künstlerin entscheidet, wo die Arbeit ist. Natürlich ist es nicht gewonnen. Natürlich muss man kämpfen dafür. Natürlich muss man, braucht man Zeit. In Biel zum Beispiel brauchte ich ein Jahr mehr Zeit, bis die Gemeinde bereit war, dass ich die Arbeit so, wie ich es wünschte, auf dem Bahnhof Platz machen kann. Dann öffentlicher Raum, das ist euer Thema. Auch für mich ist es ein Thema. Ich finde öffentlicher Raum so wichtig. Ich finde, er wird ja immer kleiner. Es wird immer mehr privatisiert. Es gibt Länder, wo da fast nicht mehr da ist, öffentlicher Raum. Ich finde, das ist ein unheimlich spannender Raum. Ich finde, das ist ein Raum, wo Konflikt ist, wo Auseinandersetzung ist, wo man auf Kontakt gehen muss. Übrigens, das war auch das sehr Schöne bei der Robert-Walzer-Skulptur, 2 Monate war der Aufbau und weil es natürlich an diesem Bahnhofplatz ist, kriegt man da einiges mit, was die Leute denken über Kunst, über meine Arbeit, über die Steuern, die sie bezahlen müssen und so weiter. Aber es ist ein Moment des Kontakts, den ich im öffentlichen Raum unheimlich schön und wichtig finde. Hier nur noch auch ein Bild während des Aufbaus. Ich wollte, wir haben 17.000 Paletten gemietet und ich wollte, dass die Arbeit oben ist. Ich wollte, dass man hochkommt, dass man ein Akteur ist, dass man auf diese Skulptur hochgehen kann, muss oder kann. Hier gab es auch interessante Herausforderung, weil diese 30.000 Menschen, die mussten ja immer ständig rein und raus und wir haben dann das gelöst mit Brücken. Es gab da 2 Brücken, wo wir untereinander kommunizieren konnten, aber die Menschen unten durch. Öffentlicher Raum ist auch immer Konflikt. Das gibt ganz verschiedene Interessen. In Biel war es zum Beispiel, einer der Konflikte war mit den Taxifahrern, weil sie Angst hatten, dass sie Kunden verlieren würden. Ich habe dann aber immer den Kontakt gesucht und auch versucht, dann die Taxifahrer zu integrieren, indem sie zum Beispiel in einem Taxi, wenn man ein Taxi mietete, konnte man ein Robert-Walzer-Buch lesen. Nicht alle Taxifahrer haben mitgemacht, aber mehr als 3/4 und ich war glücklich. Also der öffentliche Raum ist für mich ein Paradies. Nicht paradiesisch, nicht, dass das Frieden wäre, aber da werden für mich die Fragen der Kunst gestellt. Was soll das? Da wird man herausgefordert als Künstler. Was mache ich überhaupt? Warum macht das für mich Sinn? Warum soll es für jemand anderen Sinn machen? Und deshalb ist das für mich ein Paradies, weil da muss man dieser Frage eine Antwort geben. Etwas ganz anderes, was ganz wichtig ist, ist das Nicht-Ausschließen im öffentlichen Raum und besonders natürlich auch auf dem Bahnhofareal. In der ganzen Welt sind es Menschen, die manchmal in einer Situation sind, wo sie vielleicht etwas verloren sind, die sich
Ich kenne das selber. Am Bahnhof wieder finden. Und das war auch auf dem Bahnhofplatz Biel der Fall. Und wenn ich auf eines stolz bin in dieser Arbeit, dass wir wirklich niemanden ausgeschlossen haben. Obwohl es manchmal mühsam war, es schwierig war, es laut war, aber nie wurden die, die ja sowieso auf dem Bahnhofplatz sind, ausgeschlossen. Das ist etwas unheimlich Wichtiges, wenn man im öffentlichen Raum arbeitet, dass da niemand ausgeschlossen wird, weil der öffentliche Raum gehört nicht mir, auch nicht den anderen, der gehört allen und wir müssen da zusammen uns zusammenleben. Das dritte Element, das ich denke, ist ein Kunstelement, ist das der Beteiligung oder Partizipation, natürlich von mir gewünscht, von mir. Ich dachte, ich will diese Arbeit machen mit den Bielerinnen und Bielern. Das ist ein erster Plan, den ich gemacht habe mit so Vorstellungen, wo ich dachte, was ich mir vorstellte. Und ich habe dann versucht, und das ist eine ganz wichtige Arbeit, ich sage dann Fieldwork, habe ich versucht, Menschen kennenzulernen, Bielerinnen und Bielerinnen kennenzulernen. Ich war 13 Mal in Biel, immer eine Woche oder sogar 10 Tage, über diese zwei Jahre, 2016 bis 2018. 13 Mal war ich immer wieder in Biel und habe ganz viele Menschen einmal besucht, verschiedene Mal besucht, mein Projekt vorgestellt und ausgelotet, wie können wir kooperieren, das ist das Wort, wie können wir zusammen eine Kooperation aufbauen. Es waren also einerseits Einzelpersonen, die bereit waren, mit mir zu kooperieren, eigene Ideen einbrachten oder mir sagten, was ist meine Mission. Es waren Vereine, wie hier, ein Kulturverein, es waren Schulen, hier ist das eines der Gymnasium, und es waren auch Gruppen, zum Beispiel hier, das Aufbauteam, das wären mit jungen Bielerinnen und Bielern, die während 2 Monaten diese Arbeit zusammen mit mir aufgebaut haben. Das ist ein Bild unserer Küche, Kantine haben wir gesagt. Diese Menschen habe ich bei der Heilsarmee kennengelernt. Ich war mehrmals bei der Heilsarmee, weil sich da Bielerinnen und Bieler auch treffen. Und bei einem solchen Treffen ist es dazu gekommen, dass wir dachten, zusammen mit der Kuratorin, dass wir eigentlich diese Großfamilie einladen möchten, die Küche, die Kantine zu machen. Das ist eben eines dieser Resultate dieser Fieldwork. Präsenz und Produktion, das ist mein Begriff, den habe ich geprägt, den habe ich erfunden, weil ich dachte, ich habe den schon das erste Mal in 2002 angewendet. Die Idee ist die, ganz einfach, ich möchte, dass Menschen präsent sind und etwas produzieren und das, was ich machen kann dafür, ist selber präsent sein und selber produzieren. Und dann habe ich, dachte ich, eine Chance, dass sich andere auch implizieren. Das war dann das Resultat quasi dieser 13-maligen Fieldwork. Das waren alles 34 verschiedene entweder Produktionen und Präsenzproduktionsorte oder Aktivitäten, die wir eben mit den Bielerinnen und Bielern zusammen herauskristallisiert haben. Ich möchte hier nur 2 erwähnen. Das eine ist diese sogenannte Lecture Convaincante. Bei der Lecture Convaincante ging es darum, an einem Ort die ganze Zeit während der Skulptur, dass da den ganzen Tag laut mit einem Mikrofon Texte von Robert Walser vorgelesen werden. 12 Stunden am Tag. Nicht die gleiche Person. Ich dachte, eine Stunde und dann wird sie abgewechselt. Und ich musste also 12 Menschen treffen aus Biel, die jeden Tag eine Stunde kamen, um hier zu lesen. Und so war eben auch diese Fieldwork wichtig, um diese Menschen zu treffen, immer wieder zu treffen und natürlich dazu zu bewegen, hier aus dem Text oder aus einem Buch, das Sie wünschen, in der Sprache, die Sie wünschen, Robert Walser vorlesen. Das war eine dieser Präsenz- und Produktionprojekte. Und die andere, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Wanderungen.
Wir wissen, für Robert Walser war das Spazierengehen ganz, ganz wichtig. Er hat gesagt, ich kann nicht schreiben, ohne spazieren zu gehen. Zum Beispiel hier dieses wunderbare Buch, wunderbares Buch, der Spaziergang. Ich habe dann es gab dann so einen Treffpunkt unten auf der Ebene, unten auf der Erdebene. Und da gab es einen Treffpunkt für diese Wanderungen. Es gab zwei Wanderungen, eine fünfstündige und eine zweistündige Wanderung. Und auch hier habe ich ein Team gebildet von Bielerinnen und Bielern, die das übernommen haben, dann mit den Leuten, die sich hier getroffen haben, eine Wanderung zu machen. Es ging nicht darum, an einen Ort zu gehen, einen bestimmten Ort, zum Beispiel Geburtshaus von Walser oder so, sondern einfach zu wandern, zu gehen und zu diskutieren. Manchmal kamen da mehrere Leute, manchmal ganze Gruppe, manchmal wenige. Und wenn niemand da war, musste auch diese Person, die das machte, musste auch selber gehen. Das war die Abmachung. Einfach immer wandern. Immer spazieren gehen. Das war eine dieser Produktionen. Und das Letzte, was ich wichtig finde und was Kunst ausmacht, ist die Dauer. Die Dauer, ich habe es Ihnen vorher gesagt, meine Arbeit ist eine prekäre Skulptur. Ich habe 78 Arbeiten gemacht in dem öffentlichen Raum. Natürlich nicht so groß wie die Robert Walser-Skulptur. Manchmal ganz kleine am Anfang, die hat manchmal gar niemand gesehen. Aber alle verbindet, dass die zeitlich limitiert waren. Prekär. Ich möchte mit Ihnen teilen diesen wunderbaren, wirklich wunderbaren, befreienden Begriff des Prekären. Den habe ich von Giorgio Agamben. Prekär heißt, was durch Bitten erlangt wird. Prex, mündliche Frage, im Unterschied zu Questio, Frage, die sich aller, auch gewaltsamer Mittel bedient und ist deshalb fragil und riskant. Riskant und prekär ist auch die Literatur. Hier habe ich Literatur durch Kunst ersetzt, für mich. Also, riskant und prekär ist auch die Kunst, wenn sie im rechten Verhältnis zum Mysterium stehen. Mit diesem wunderbaren Buch, die Erzählung und das Feuer. Das Beten, es kommt vom Beten, prekär. Es geht darum, ums Beten. Und deshalb ist dieser Begriff für mich so ein wichtiger Begriff. Diese prekäre Skulptur ging 86 Tage im Sommer 2019, von 10 bis 10 jeden Tag, 12 Stunden. Und natürlich war es gratis. Um was geht es? Wie will ich die Dauer, hier geht es um die Dauer, wie will ich die Dauer erreichen? Durch Intensität. Also die Intensität einer Begegnung, einer unerwarteten Begegnung. Die Intensität durch eine Dichte, durch das dichte Programm, durch das Angebot, was hier läuft. Das ist die Intensität, die mich interessierte. Oder die Intensität durch Gleichzeitigkeit, dass Sachen gleichzeitig geschehen. Man muss gar nicht überall mit dabei sein, aber es geht gleich um eine gewisse Gleichzeitigkeit. Die Intensität der Vorträge, weil die Leute mit totaler Überzeugung ihre Vorträge gemacht haben. Die Intensität von Begegnungen oder Zusammenkommen oder Zusammensein, diesen Moment des Zusammenseins, diese Intensität. Die Intensität, ein Ereignis, an einem Ereignis teilzuhaben und sich dessen bewusst sein, was heißt das, ein Ereignis. Dann die Intensität, etwas zu teilen, mitzuteilen, immer wieder auch mit Insistenz. Oder hier die Intensität, das war Margret Wick, die Historikerin der Stadt Biel, die jeden Tag eine Lecture gab über einen Ort, einen Namen, ein Gebäude, einen Brunnen in der Stadt. Also die Intensität, etwas zu lernen, die Intensität, etwas, einen Prozess mitgeteilt zu kriegen. Oder die Intensität, eine Diskussion hilft für die Dauer oder auch eine Herausforderung, die einem angeboten wird, anzunehmen. Das sind für mich das, was zählt, was ich denke, mit diesen Begriffen kann ich so etwas schaffen wie die Ewigkeit. Weil das ist das Ziel.
mit der Intensität. Verzeihen Sie mir diese etwas plakative Vergleich. Wenn man sich in jemanden verliebt, das ist ein Moment. Aber oft geht er das ganze Leben. Und diese Intensität interessiert mich. Und diese Intensität ist nicht auf das Objekt oder auf das Material basiert, sondern eben auf die Intensität an sich. Das interessiert mich. Hier noch einfach etwas zum Relativieren. Diese Frage der Dauer. Hier geht es um die Dauer. Das ist eine Lenin-Figur in Jürmala, nahe Riga, in Lettland. Sie wurde hier im Bild 1990 abgebaut. Diese Skulptur, die dritthöchste in der ganzen Sowjetunion für Lenin, die dritthöchste und die höchste in den baltischen Staaten, war 13 Jahre da. 13 Jahre war sie da. 1977 aufgebaut, 1990 abgebaut. Ich möchte Ihnen einfach sagen, die Frage der Dauer ist eine ganz relative Frage und sie darf nie ans Material und ans Objekt gehaftet werden, sondern, was mich angeht, an die Intensität. Die Robert-Walzer-Skulptur, Sie müssen das so verstehen, die muss sich in jedem Moment neu erfinden. Die muss in jedem Moment neu gedacht werden, neu konzipiert werden, neu ausgelebt werden. Und das ist das Schöne und das Wichtige daran. Natürlich nicht alleine, sondern zusammen. Und daran vertraue ich, dass eine Skulptur im öffentlichen Raum, die bleiben wird, muss diese Intensität schaffen. Und sie hat aber das Werkzeug, und das Werkzeug wäre eben dieses jeden Moment neu denken, jeden Moment neu aufbauen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für diese leidenschaftliche und im gestreckten Galopp uns durchzuführen hier durch diese unglaubliche Skulptur in Biel. Ich möchte die Zeit nutzen, wir sind super im Zeitplan, dass wir doch jetzt die Gelegenheit geben, für dich ein paar Fragen jetzt hier aus dem Publikum entgegenzunehmen. Dann habe ich eine Frage, wie wäre es mit einer Skulptur im öffentlichen Raum in Zürich? Wollen wir Klebebänder verteilen heute Abend? Ich habe mal eine gemacht. Ich habe mich an einem Wettbewerb beteiligt. An zwei Wettbewerben übrigens. Kunst im öffentlichen Raum. Ein Wettbewerb war für die Universität Irchel. Den habe ich tatsächlich gewonnen. Das war auch eine Arbeit. Das war aber in der Universität, im Hirnforschungsinstitut. Und ich habe da eine Arbeit gemacht, die immer 6 Monate war. Das waren Kioske, Kunstkioske. Einer davon war übrigens auch Robert Walzer gewidmet. Und diese Kioske waren aufgebaut für 6 Monate. Und dann kam ein anderer Künstler oder Künstlerin oder Schriftstellerin oder Schriftsteller. Und die Arbeit hat 4 Jahre gedauert und das war eine sehr schöne Erfahrung. Und die andere, das war für eine Straße, wo ich eine Art auch natürlich prekären Altar bauen wollte. Das wurde dann aber nicht ausgewählt, was ja völlig okay ist. Wenn man mich fragt oder wenn man auf mich zukommt, klar, denke ich nach. Ich habe kein Projekt für Zürich, aber das kann ja sein. Ich hoffe, weiterzuarbeiten im öffentlichen Raum. Es interessiert mich. Es ist Fun für mich als Künstler. Es ist einfach auch lustig. Es ist eine riesen Herausforderung. Es ist ein Kampf. Aber es ist auch eine unheimlich schöne Erfahrung, die ich nicht missen will und ich hoffe, dass ich weiter auch im öffentlichen Raum arbeiten kann. Und jetzt gerade mit dieser
riesigen Arbeit. Du hast das geschildert mit dem Prekären, also auch die zeitliche Dauer, die dann ganz klar festgelegt ist. Was passiert nachher? Wird das Werk sogenannt zerstört oder wird das in Einzelteile zerlegt? Können Interessierte, können Sammler daraus etwas erwerben? Oder ist das extra so angelegt, dass es eben nachher nur noch die Erinnerung daran gibt? Genau, noch einmal. Diese Arbeit, Andreas, ist nicht auf Objekt oder eben Material gebaut, auf diesen Gedanken des Objekt oder Material, das bleibt. Ich habe ja versucht, klar zu sein, warum das nicht mehr funktioniert heute. Nur noch Kunstwerke, die aus Liebe gemacht sind, bleiben. Die eben aus Macht oder aus Politik gemacht sind, die bleiben ja nicht. Und ich will, dass es bleibt. Aber nicht als Material, sondern als Erinnerung, eben als Intensität, als Moment, den man teilt, den man einerseits selber hat, so sieht, aber auch mit anderen teilt. Und das ist meine Idee von Kunst im öffentlichen Raum, weil ich denke, dass der öffentliche Raum sich per se dafür unheimlich anbietet. Und das, was bleibt, sind diese Erinnerungen. Und das, was bleibt, ist natürlich auch, hoffe ich, für mich ist das der Fall, aber ich bin ja nur der Künstler hier, dass Kunst etwas ist, was einen verändert, transformiert. Daran glaube ich. Ich selber bin ja durch die Kunst von anderen, konnte ich mich verändern. Und so hoffe ich, dass auch mein Kunstwerk das verändert, bei anderen Menschen oder mindestens diese Chance hat. Gut, da hatte ich natürlich eben aus der Optik gesprochen des Sammlers, oder? Der muss auch lernen, weil der hängt immer noch sehr am Objekt. Ja, natürlich gibt es hier, die Arbeit wurde ja abgebaut und da gibt es keine Souvenirs. Die Arbeit wurde auch zurückgeführt, sogar in die Stadt, mit diesen Materialien, die wiedergebraucht wurden. Es gibt einen Katalog und auf diesem Katalog steht drauf 2016 bis 2020, weil diese Arbeit für mich zählt nicht nur diese 86 Tage, sondern auch die ganze Vorarbeit, das Fieldwork, der Aufbau, dann die Phase der Ausstellung an sich und dann der Abbau. Und am Schluss diese Party, die wir gemacht haben, einen ganzen Tag lang vor dem Bahnhofplatz, Farewell-Party, wo der Sinn eigentlich für mich dabei war, diese Transformationsmöglichkeit der Kunst zuzustimmen. Dann nehmen wir noch eine Frage mit. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage zu dem Wort prekär. Und prekär hatte ich bisher immer so verstanden, dass es, naja, so eine gewisse Problematik besteht, auch bei Prekariat, das ist ja Bevölkerungsschicht auch, wird so bezeichnet, und kommt ja von, dass man fleht und bittet. Also es war ja auch dargestellt im Gegensatz zu mit Gewalt, mit von diesem Questio, heißt das dann quasi, dass die Kunst eine Bitte ist, dass sie angenommen wird und wie kann man das dann einordnen, dass ja die Skulptur irgendwie auch platziert wurde, jetzt nicht per se jetzt mit generellen Konsens, weil einfach mal, sie ist da und dann schaut man mal, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Ist es dann noch prekär? Ja, danke sehr. Also ich genau wegen Ihren, was Sie jetzt gesagt haben, genau deshalb wollte ich unbedingt hier diesen Text Ihnen zeigen, weil es etwas Neues eröffnet, mindestens als ich ihn gelesen habe. Ich war wie Sie, ich dachte auch, dieses Prekäre, vor allem auch in Frankreich, wird so negativ, absolut negativ betrachtet, nicht? Und da hat jemand, also nicht positiv, aber einfach von ganz anderem Begrifflichkeit gebracht, eben das Beten. Ja, das Beten, das Bitten darum. Wenn Sie jetzt sagen, muss man darum bitten, dass die Kunst angenommen wird. Ich würde nicht sagen, dass sie angenommen wird, aber man muss darum bitten, und ich mache das, dass mir jemand hilft, verstehen Sie, mit dieser Arbeit, was ja eigentlich nicht geht. Irgendwie muss jemand mir helfen da. Nicht? Und
So sehe ich das Prekäre, weil diese Situation, zum Beispiel auch, was Sie angesprochen haben, dieser Bahnhofplatz, wo man immer sofort sagt, das ist nicht möglich. Das ist das Erste, was man zu hören kriegt, das ist nicht möglich. Nicht? Da brauchen Sie Hilfe. Nicht? Da muss Ihnen jemand helfen. Und ja, so verstehe ich das. Da geht es, und das ist, dann sind Sie auch als Künstler in einer prekären Situation selber. Nicht? Aber da haben Sie eine Chance. Eben das Bitten darum. Und dann gibt es Momente, ich würde sagen, das sind Momente der Gnade, die dann eintreffen. Und so sehe ich ohne Religiosität diesen Begriff des Bitten, ja, des Bitten an mich selber. Zum Beispiel, es gibt ja immer diese Diskussion, die Bewilligung. Ja, hast du die Bewilligung? Ja, ich habe sie. Ich habe meine Bewilligung von mir selber. Das ist die schwierigste Bewilligung, die man überhaupt bekommen kann. Ja, ja. Schön, dass Sie lachen. Aber ich meine es jetzt, ich meine es auch wirklich ernst, weil die Frage ist, kann ich mir erlauben, vor der Kunstgeschichte, vor der Geschichte von Robert Wadd, diese Arbeit da zu machen. Und dann, wenn ich sage, okay, ich habe die Bewilligung, dann habe ich schon eine Bewilligung. Dann ist es schon etwas lockerer mit den anderen Bewilligungen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und da hilft, aber da sind Sie tatsächlich in einer prekären Situation und müssen mit sich selber eigentlich einig sein. Danke. Letzte Frage, oder? Ich sehe, was meinst du, Jasmin, nehmen wir noch zwei Fragen? Zwei Fragen, also Sie waren schon... Also ich bin sehr beeindruckt durch Ihre Ausführungen. Für mich sind Sie die Intensität in Person. Jetzt möchte ich aber nochmals zurückkommen auf den Titel, auf die Robert-Walzer-Skulptur. Was ist Kunst daran? Ja, was ist Kunst daran? Wenn man einfach prima vista ihre Bilder betrachtet, dann ist das ein Event, ein gesellschaftliches Ereignis, ein interdisziplinäres Ereignis. Aber was ist Kunst daran? Jetzt kommen wir auf den Kunstbegriff. Wie Sie den Kunstbegriff definieren? Ich habe Verschiedenes jetzt gehört aus Ihren Antworten. Sie lösen Transformationen aus. Kommen wir so der Kunst, die Sie meinen, näher? Schön. Absolut. Absolut. Das ist jemanden zu verändern. Durch die Kunst. Durch die Kunst jemanden zu verändern. Das ist das Schönste in der Kunst. Und ich denke jetzt einfach zum Beispiel an mich. Wenn ich nicht vor ganz vielen Jahren das Kunstwerk 129 Die in Airplane Crash von Andy Warhol, hier übrigens im Kunsthaus Zürich gesehen, als ich Student war, wo ich merkte selber, wow, das geht mich was an, das redet zu mir, es fragt mich, es fordert mich heraus. Verstehen Sie? Solche Momente, für solche Momente arbeiten wir und ich. Noch was, verstehen Sie, es ist schön, wenn es auch eben, der sagt es ja auch, der Giorgio Agamben, ein Mysterium gibt hier. Das muss man behalten, dieses Mysterium. Aber wo es ganz konkret unheimlich hilft, dem Künstler, zum Beispiel im öffentlichen Raum, ist nie als Sozialarbeiter zu agieren, aber nur immer als Künstler. Zum Beispiel niemanden ausschließen, weil er trinkt oder Drogen nimmt. Nicht? Nicht wie der Sozialarbeiter, das geht ja nicht, weil er ist eingeschlossen in die Kunst. Solche ganz vielleicht kleinen, praktischen Momente helfen, ich würde mal sagen, die Linie zu behalten. Warum ist das Kunst? Eine letzte Frage. Mich würde interessieren, was nach dem Abschluss von so einem Projekt wie in Biel passiert bei Ihnen, insbesondere in Bezug auf die Leute, die Sie kennengelernt haben, die Initiativen, die entstanden sind. Wie sehr suchen Sie
die Information, was noch weiter geschehen ist oder weiter geschieht? Oder wie sehr wird es an Sie herangetragen? Ja, es wird eher an mich herangetragen. Ich suche das nicht, weil ich bin nicht der Buchhalter. Ich bin nicht der Buchhalter. Ich glaube, es hat eine Wirkung. Ich glaube, nicht alles ist gelungen, aber etwas ist gelungen. Ich glaube, es hat eine Wirkung, aber ich bin nicht der Buchhalter dann. Ich kann und ich will es, ich verweigere auch, das ist ja die Gefahr, eine Buchhaltung eben zu führen. Ja, der und der, die und die und so weiter. Das ist ja die Gefahr. Kunst muss da sein, ohne ein konkretes Resultat im Moment zu bringen. Aber ich bin tatsächlich in Kontakt mit Menschen, die ich da kennengelernt, mit denen ich gearbeitet, gefeitet habe. Und es ist schön zu sehen, dass sie weiter an die Robert-Walser-Skulptur denken, mir schreiben. Und ich weiß, es gibt Leute, die... Das sind einfach Anekdoten, aber ich will mich nicht... Das mein Problem ist, es ist wie eine Rechtfertigung, wenn ich sagen würde, ja, die machen jetzt zusammen, treffen sich, oder der macht jetzt Musik mit dem, oder der hat jetzt einen Platz gefunden, da und da und so weiter. Verstehen Sie? Weil ich ja kein Sozialarbeiter bin und weil ich nicht diese Aufgabe als Künstler verstehe. Aber natürlich denke ich, dass dieses Projekt eine positive Sache war. Wunderbar. Also Thomas, nochmals ganz, ganz Bitte. Herzlichen Dank. Danke.